Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Bundestag hat heute in erster Lesung über das Heizungsgesetz der Ampelkoalition beraten. SPD, Grüne und FDP hatten sich erst vor 2 Tagen auf einen Kompromiss mit zahlreichen Änderungen an dem ursprünglichen Entwurf geeinigt. Dafür gab es heute scharfe Kritik der Opposition. Unionsfraktionsvize Spahn sprach von einem verkorksten Verfahren. Zudem seien bei den Vorgaben für klimafreundlicheres Heizen noch viele Details offen. Der Wirtschaftsminister hat lange gebraucht, um seinen Gesetzentwurf in den Bundestag zu bringen. Aber jetzt soll es schnell gehen. So schnell, dass dafür extra per Abstimmung die Tagesordnung geändert werden muss. In seiner Rede versucht Robert Habeck, den Eindruck zu zerstreuen, sein Heizungsgesetz sei von den Ampelpartnern verwässert worden. Der Kern des Gesetzes, die Dekarbonisierung der Wärme, nicht mehr immer neu Öl- und Gasheizung einbauen, der bleibt erhalten. Die FDP betont Veränderungen, die sie erreicht hat. Vor allem die engere Verzahnung des Heizungsgesetzes mit der kommunalen Wärmeplanung. Erst muss der Staat vorlegen, wie soll es mit meiner Heizung, mit meinem Heizsystem vor Ort weitergehen. Dazu muss die Kommune eine Wärmeplanung machen. Und dann muss der Bürger darauf abgestimmt frei entscheiden können, was er bei sich einbaut. Scharfe Kritik aus der Opposition. Der Entwurf des Heizungsgesetzes gehöre in die Tonne. Das Verfahren sei eine Farce. Für die Union ist noch immer nicht klar, was die Ampelkoalition eigentlich will. Wenn ich nächstes Jahr als Bürger eine Gasheizung einbaue, muss ich die dann 2028 wieder ausbauen, wenn eine Wärmeplanung da ist? Sie sagen ja, Sie sagen nein. Wird es vor Einbau einer Gasheizung eine verpflichtende Beratung geben, sagen die Grünen, oder ein Beratungsangebot, sagt die FDP. Die AfD kritisiert, dass die Koalition den Gesetzentwurf von Minister Habeck zwar ergänzt, aber nicht zurückgezogen hat. Nach über 2 Monaten Streit in der Koalition bringen Sie heute ernsthaft Ihren unveränderten Referentenentwurf aus dem April ein, bei dem Sie schon selber festgestellt haben, dass er untauglich und nicht umsetzbar ist. Die Bauministerin wirft der AfD vor, Klimaschutz und das Heizungsgesetz für unnötig zu halten. Sie erinnert daran, dass Deutschland sich verpflichtet hat, in 22 Jahren klimaneutral zu sein. 2045, das ist für den Gebäudesektor quasi übermorgen. Und für einen Austausch dieser riesigen Heizungsflotte ist es eigentlich viel zu spät. Als nächstes geht der Entwurf des Heizungsgesetzes in die zuständigen Ausschüsse. Abgestimmt werden soll noch vor der Sommerpause, also Anfang Juli. Die NATO-Verteidigungsminister haben heute in Brüssel darüber beraten, wie die Ukraine weiter unterstützt werden kann. So soll die Regierung in Kiew unter anderem hunderte zusätzliche Flugabwehrraketen bekommen, um sich gegen russische Attacken verteidigen zu können. Zudem ging es um Fortschritte bei den Gegenangriffen der ukrainischen Armee. Nach Angaben eines hochrangigen Militärs wurden binnen einer Woche mehr als 100 Quadratkilometer Gebiet zurückerobert. Er reagiert nicht. Gib ihm Fentanyl, 50 Milligramm. Sie arbeiten unter schwierigsten Bedingungen. In diesem Feldlazarett bei Bachmut kämpfen die Ärzte um das Leben verletzter ukrainischer Soldaten. 20, 30, manchmal 100 sind es bei jedem Vorstoß der Armee. Bilder gedreht von einem dänischen Fernsehteam und Bilder, von denen es wohl noch mehr geben wird, wenn die Ukraine jetzt entschlossen gegen russische Truppen vorrückt. Die Ukraine hat eine Gegenoffensive gestartet. Wir sehen heftige Kämpfe. Es sind die ersten Tage, aber die Ukraine macht Gewinne und ist in der Lage, besetztes Land zu befreien. Was genau jetzt die Ziele der Ukraine sind, kein Wort öffentlich, nur ein Lächeln dazu heute vom sonst immer gesprächsbereiten ukrainischen Verteidigungsminister. Vorstöße werden von mehreren Abschnitten der Front gemeldet, in der Nähe von Saporischschja, bei Donetsk oder Bachmut. Allerdings, hinter der Front in den besetzten Gebieten hat Russland massive Verteidigungslinien aufgebaut. It's not a piece of cake. Das ist kein Zuckerschlecken, eine sehr schwierige Aufgabe. Wir sehen einzelne Brigaden an verschiedenen Orten, aber noch nicht den Einsatz der großen, neu aufgestellten Panzerbataillone. Bei der NATO erwartet man hohe Verluste auf beiden Seiten. Russland hat in den vergangenen Tagen gemeldet, Leopardpanzer zerstört bzw. erbeutet zu haben.
Ich bestätige keine Verluste. Die Russen haben uns diese immer gleichen Fahrzeuge 1000 Mal aus 10 verschiedenen Winkeln gezeigt. Die Gegenoffensive der Ukraine könnte ein Moment der Wahrheit werden. Nicht nur für die Regierung in Kiew, sondern auch für die Unterstützer bei der NATO. Denn anders als zu Kriegsbeginn kämpft die Ukraine jetzt mit vielen westlichen Waffen und mit fast 60.000 vom Westen ausgebildeten Soldaten. Es wird sich zeigen, ob das reicht, um Russland entscheidend zurückzudrängen. Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms ist der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde Grossi erneut zum russisch besetzten Atomkraftwerk Saporischschja gereist. Das AKW ist in der Südukraine, bezieht sein Kühlwasser aus dem Stausee, dessen Pegelstand seit dem Dammbruch rapide gesunken ist. Grossi stufte die Lage als ernst, aber stabil ein. Derzeit sei in den Kühlteichen rund um das AKW noch genügend Wasser, um die Systeme weiter betreiben zu können. Nach dem Untergang eines Flüchtlingsbootes vor der Küste Griechenlands rechnen die Behörden mit Hunderten von Toten. Das völlig überladene Schiff war in der Nacht zum Mittwoch vor der Halbinsel Peloponnes gekentert. 78 Menschen konnten nur noch tot geborgen werden, 104 wurden gerettet. Die Küstenwache hat nach eigenen Angaben kaum noch Hoffnung, weitere Überlebende zu finden. Am frühen Morgen bringt die griechische Küstenwache ertrunkene Opfer an Land. Offenbar war ihr Schiff aufgrund einer Massenpanik gekentert. Wie ein Foto zeigt, waren vermutlich mehrere hundert Menschen ohne Rettungsweste auf dem Schiff. Frauen und Kinder sollen unter Deck eingeschlossen gewesen sein. Der Kutter war in internationalen Gewässern auf dem Weg von Libyen nach Italien, bevor er kenterte. Die griechische Küstenwache gibt an, das Schiff begleitet zu haben, dass ihre Hilfe aber abgelehnt worden sei. Nun wehrt sich die Regierung gegen Vorwürfe, nicht ausreichend eingegriffen zu haben. Denken Sie daran, dass ein unerwünschtes Eingreifen der Küstenwache auf ein überladenes Boot eine Gefahr darstellen könnte, weil das Boot durch das Eingreifen der Küstenwache umkippen könnte. Die griechische Regierung macht Schlepper für das Unglück verantwortlich. 8 Überlebende wurden als mutmaßliche Organisatoren verhört. Die Flüchtlinge sollen 5.000 Euro pro Kopf für die Überfahrt gezahlt haben. Die Geretteten werden nun betreut. Viele von ihnen würden immer noch glauben, körperlich auf dem Unglücksschiff zu sein, sagen die Psychologen. Langsam erst würden sie verstehen, was geschehen ist. Fast alle waren mit Familie auf dem Schiff, manche mit Freunden. Einer sprach davon, ein Kind zu haben, und er weiß nicht, wo es ist. Das Unglück ereignete sich 46 Seemeilen vor der griechischen Küste. An dieser Stelle ist das Mittelmeer knapp 5000 Meter tief, was die Bergung des Schiffs nahezu unmöglich macht. Die Europäische Zentralbank hat wie erwartet den Leitzins für die Eurozone erneut angehoben um 0,25 Prozentpunkte auf nun 4%. Die höheren Zinsen sollen helfen, den Anstieg der Verbraucherpreise in den Griff zu bekommen. Die Inflationsrate im Euroraum lag im Mai bei 6,1%, also weit über dem EZB-Ziel von 2%. In Bonn ist das Treffen zur Vorbereitung der Weltklimakonferenz in Dubai zu Ende gegangen. Laut Beobachtern wurden in den zentralen Fragen kaum Fortschritte erzielt. 10 Tage lang hatten etwa 5000 Delegierte aus aller Welt unter anderem über die Finanzierung des Klimaschutzes in ärmeren Ländern beraten. Dabei wollten sich die Industriestaaten nicht auf eine stärkere Unterstützung festlegen, wie es etwa das westafrikanische Nigeria fordert. Es geht ihr nicht nur um die Welt, sondern auch um ihre Heimat. Die Klimaaktivistin Adeniko Ladosu stammt aus Nigeria und fordert mehr Verlässlichkeit bei finanziellen Zusagen der Industrieländer. Die Industrieländer sollen aufhören, Afrika wie ein Land zu behandeln, sondern wie einen Kontinent. Denn mit den zugesagten 100 Milliarden Dollar für vom Klima stark betroffene Staaten könnte ich nicht einmal die nigerianische Krise bewältigen. In ihrer Heimat haben gerade mal 57% der Menschen Strom. Solar- und Windenergie, quasi Fehlanzeige. Was Öl angeht, gilt Nigeria mit als größter Förderer Afrikas. Laut Oladosu verfügt Afrika über zahlreiche Möglichkeiten für erneuerbare Energiequellen, vor allem Solar, von denen am Ende auch Industrieländer profitieren. Entwicklungsländer wie meines sollen Lösungen, die wir haben, dem globalen Norden anbieten, damit sie sich beteiligen und investieren.
Doch auf der UN-Klimazwischenkonferenz in Bonn sieht es eher so aus, dass die Kluft zwischen Industrie- und Entwicklungsländern größer wird. Klimaforscher jedoch betonen, wie wichtig eine konsequente Unterstützung für den globalen Süden ist im Kampf gegen den Klimawandel. Um deren Klimarisiken zu senken, braucht es Investitionen für Solar- und Windenergie, Wasserkraft, Biomasse. Es muss über die Finanzierung diskutiert werden, um allen Ländern der Welt mit schwachen Volkswirtschaften zu helfen. Oladosu hofft, dass dieses Jahr klimapolitisch gesehen kein verlorenes Jahr wird. So sah die Oder im vergangenen August an der deutsch-polnischen Grenze aus. Hunderte Tonnen toter Fische trieben verendet im Fluss. Experten hatten unter anderem einen zu hohen Salzgehalt und eine damit verbundene Algenblüte als Ursache ausgemacht. Vor einigen Tagen nun trieben wieder tote Fische in Oderkanälen auf der polnischen Seite. Die Sorge vor einer erneuten Umweltkatastrophe ist groß. Tote Fische im Gleiwitzer Kanal samt Abzweigung in Schlesien. 500 Kilogramm insgesamt wurden bis Anfang dieser Woche gefunden. Unter anderem Störe, Zander, Hechte, so der polnische Anglerverband. Die Fische hatten keine Kiemenblätter mehr. Es gab Rötungen um die Flossen herum. Und Blut trat aus, wenn man die Kiemendeckel drückte. Die polnische Regierung habe nun einen Krisenstab eingerichtet, berichtet die Umweltministerin. Wir haben schon zum dritten Mal in diesem Jahr so ein Fischsterben. Wir müssen uns vorbereiten. Kann sein, dass sich die Situation vom letzten Jahr wiederholt. Der Gleiwitzer Kanal führt in die Oder. Und dort kam es im letzten Jahr zu einem massenhaften Fischsterben. Das Gift der Goldalge, ein hoher Salzgehalt und hohe Temperaturen waren wohl die Gründe. Das Salz stammt vermutlich aus dem polnischen Bergbau. Jetzt wird Sauerstoff in den Kanal geleitet, um die Wasserqualität zu verbessern. Die deutschen und polnischen Behörden wollen zwar enger zusammenarbeiten, aber ob das reicht, ist fraglich. Die Meldeketten wurden verbessert, die Messsysteme nochmal überarbeitet. Aber all das hilft natürlich nichts, wenn ein erneutes Fischsterben auftritt. Das muss verhindert werden und dafür sind die Salzeinleitungen die entscheidende Stellschraube. Die Oder ist in diesem Jahr noch nicht betroffen, so heißt es. Aber auch im letzten Jahr wurden die ersten toten Fische im Gleiwitzer Kanal gefunden. Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft morgen im vorletzten Testspiel vor der Sommerpause auf Polen. Nach dem 3:3 gegen die Ukraine steht das Team von Bundestrainer Flick unter Druck. Hinzu kommt, dass Champions-League-Sieger Gündogan in Warschau nicht zur Verfügung steht, teilte Flick mit. Die ARD überträgt das Spiel morgen Abend ab 20.15 Uhr nach der Tagesschau. Angespannt. Von Lockerheit keine Spur. Jeder weiß, morgen beim Freundschaftsspiel in Polen muss ein gutes Ergebnis her. Es geht weiter, man muss aufstehen und das werden wir tun. Wir werden versuchen, dass wir Stück für Stück einfach an die Dinge drankommen, die Dinge verbessern, die wir verbessern müssen. Und es ist aktuell wirklich auch die Defensive, die Art, wie wir Zweikämpfe angehen. In Sachen Personal und Taktik wird Flick mit Can das zuletzt defensiv wackelige Mittelfeld stabilisieren, insgesamt aber am Experiment Dreierkette festhalten. Als weitere Veränderungen deuten sich an, dass Musiala von Anfang an spielen soll, genau wie Havertz, der nach seiner Einwechslung das Unentschieden gegen die Ukraine rettete. Sicher ist, Ter Stegen steht gegen Polen im Tor. In Warschau steht die deutsche Mannschaft nach den zuletzt schwachen Leistungen unter Druck. Ausgerechnet an dem Ort, an dem es bei der Euro 2012 das schmerzhafte Halbfinalaus gegen Italien gab. Ein Jahr vor Beginn der Heim-EM darf sich die DFB-Elf keine Blöße geben. Ansonsten würde sicher auch die Arbeit von Hansi Flick in Frage gestellt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 16. Juni. Das Tief über dem Stettiner Haff sorgt in der Osthälfte für Regengüsse, sonst bleibt es meist trocken. Heute Nacht klingen letzte Schauer ab, in den Nordosten ziehen später neue, dichte Wolken und bringen gebietsweise Regen. Morgen gibt es im Südwesten und Westen den meisten Sonnenschein, in der Osthälfte häufig dichte Wolken, dort Schauer und örtlich kräftige Gewitter. In der Nacht kühlt es ab auf 16 bis 6 Grad. Morgen werden im Erzgebirge 17, am Oberrhein 29 Grad erreicht. Am Samstag ähnliches Wetter wie morgen, aber noch wärmer. Am Sonntag im Nordosten noch Gewitterschauer, sonst viel Sonnenschein. Ab dem Nachmittag von Südwesten her mehr Wolken, die in der Nacht und am Montag teilweise kräftige Schauer und Gewitter bringen.
Die Tagesthemen schauen um 22.15 Uhr ins russische Bjelgorod nahe der ukrainischen Grenze, wo die Menschen immer stärker die Folgen des Krieges erleben. Und wir blicken auf das Gedenken an den DDR-Volksaufstand 1953. Karin Mioska spricht darüber mit der Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.